Yo und herzlich willkommen zu meinem Unboxing von der GeForce GTX 980 Ti. Die kam gerade an. Bis jetzt hatte ich meine Let's Plays mit einer GTX 680 Exo Edition gemacht. Das bedeutet, sie war noch ein bisschen schneller als die Referenzkarte. Ja, und jetzt packt man die direkt hier mal aus. Ich hoffe, man sieht es so einigermaßen auf der Kamera. Und mal gucken, was so alles in dem Paket enthalten ist. Erstmal die Folie abziehen. So. Und wo machen wir die denn auf? Hier an der Seite haben wir noch zwei Laschen. Die mache ich einfach, schneide ich einfach durch. Zack. Und zack. So, und dann hoffe ich doch mal, dass wir die hier rausbekommen. Und da ist unser Prachtstück. Ich hoffe, man sieht es auch gut auf dem Video. Aber ich denke, das müsste eigentlich ganz gut gehen. So, mache ich das Ding mal auf. Hier haben wir das Prachtstück. So sieht sie aus von oben und ich drehe sie mal um. So, dass die GTX 980 Ti super clockt, also es bedeutet, sie ist noch ein bisschen übertaktet von Haus aus. Und ich werde auch ein Video dazu machen, also einen Leistungstest dazu machen. Das mache ich dann später oder spätestens morgen. Dann seht ihr mal, was für eine Power die Karte hat. So sieht sie von unten aus. Anschlüsse haben wir ein DVI, drei DisplayPorts und ein HDMI. So, nochmal von vorne. Sieht echt geil aus. Ich bin so gespannt, die einzubauen. Die werde ich jetzt auch gleich einbauen. Ich lege die mal hier hin. Da ist die Karte. Was haben wir sonst hier noch? Das sieht mir aus nach einem DVI-Adapter. Machen wir mal trotzdem mal auf und schauen mal rein. Genau, das ist der DVI auf VGA-Adapter. So sieht das Ding aus. Lege ich auch mal hier hin. So, was haben wir hier noch? Das müsste. Ist das ein HDMI-Kabel? Ne, ich weiß es gar nicht. Packen wir mal aus. Gucken am besten mal nach. Ach, das sind die Anschlüsse der Grafikkarte, dass ich sie in den Rechner bauen kann. Der 6-Pol oder 6-Pin heißt der, glaube ich, wa? Hier einmal. Und was haben wir hier noch drin? Ja, auch ein Anschluss für die Grafikkarte, dann für den Rechner. So, was haben wir sonst noch? Hier haben wir eine Bedienungsanleitung. Relativ dick. Mit einer CD drin. Ich denke mal, das sind die Treiber. Hier. Treiber-CD. Und was haben wir hier noch? Ja, das sieht nach einem Aufkleber aus. Genau, hier wie gesagt Handbuch. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Karton. Was der, ah, der ist komplett leer. So sieht er aus. Karton von vorne. Karton von der Seite. Karton von hinten. Ich hoffe, man sieht das gut. So, und dann bin ich gespannt. Ich baue die jetzt dann gleich mal ein, die Karte. Und werde dann auch noch ein Leistungstestvideo machen, demnächst. Also heute oder morgen noch. Kommt darauf an, wie viel Zeit ich habe. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zugucken und man sieht sich beim nächsten Video. Haut da rein. Peace.